بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. Als allererstes, wenn wir den Koran betrachten, ruft der Islam den Menschen dazu auf, dass jeder einzelne Muslim die Pflicht hat, Dawah zu machen. Sagen zu denen, hey, du kannst gar keine Dawah machen, das ist nur für die Leute, die Gelehrte sind. Und das ist falsch. Es ist richtig, wir sagen, das, was wozu du aufrufst, du kannst nicht von irgendwas reden, wovon du keine Ahnung hast. Du kannst zum Beispiel nicht vom Erbrecht im Islam reden, du weißt gar nicht, welche Regeln das Erbrecht hat. Aber die normalen Dinge, sagen wir mal, die grundsätzlichen Dinge vom Islam, die musst du sowieso kennen. Du musst wissen, was heißt La ilaha illallah. Natürlich kommt das Wissen vor Rede und Tat. Aber das Wissen setzen wir bei den Muslimen voraus. Das heißt, ist es schwer für jemanden zu sagen, zu seinem Nachbarn, den er kennt aus der Schule, der Muslim ist, du musst beten, das Gebet ist Pflicht. Ist das schwer? Das ist Dauer. Das ist Aufruf zum Islam. Es ist schwer, zu jemandem zu sagen, der bei dir in der Schule ist, der mit dir am Fließband 10, 20, 30 Jahre arbeitet, ihm einmal in deinem Leben eine Broschüre oder ein Heft vom Islam in die Hand zu drücken. Ist das schwer? Da ist nichts dabei. Und der Prophet, Prophet sallam, macht auch in vielen Hadithen auf diese Art von Dauer aufmerksam. Er sagt, Belliru anni walau aya. Verkündet von mir, und wenn selbst wenn es nur ein Zeichen ist, ein Ayat ist, ein Vers ist, ein Hadith ist, verkünde von mir, wenn es nur das ist. Das heißt, das, wozu du aufrufst, von dem musst du Wissen haben. Aber es heißt nicht, dass du ein Alim sein musst, um Dauer zu machen. Wenn du nicht anderen Leuten das Wissen, was du hast, beibringst, dann hast du ein Problem. Wenn du weißt, dass Allah der wahre Gott ist. Wenn du weißt, dass der Prophet Muhammad SAW der letzte Gesandte zu den Menschen ist. Wenn du weißt, dass keine Religion am jüngsten Tag angenommen wird, außer Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, die wird von ihm niemals angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören, die in der Hölle sind. Wenn du dies verschweigst, dann werde ich dir jetzt zeigen, welcher Ayat dann auf dich zutrifft. Was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchen. Und jetzt frage ich dich, Achi, wem hast du etwas von dieser Religion gesagt? Wem hast du ein Heft gegeben von dieser Religion? Wen von deinen Arbeitskollegen, von deinen Schulkameraden, von deinen Fußballfreunden, von deinen, was weiß ich, Freunden, mit denen du vielleicht in der Disco rumläufst, wem hast du gesagt, heute wird dir auf Deutsch von Islam geredet? Wem von deinen Arbeitskollegen, mit denen du 30 Jahre gearbeitet hast, hast du einmal versucht, etwas rüberzubringen? Was sagt Allah hier? Das sind nicht meine Worte, Achi. Das sind nicht meine Worte. Achi, das ist das Wort von Allah. Wa astaqul hadithi kitabullahi ta'ala. Und die wahrste Rede ist das Wort Allahs. Und was sagt Allah? Yal'anahumullah. Allah wird sie verfluchen, Achi. Verfluchen. Verfluchen. Jetzt schau dich an, Achi. Aber Alhamdulillah, weißt du was? Es ist noch nicht zu spät. Weil heute lebst du noch, Achi. Aber heute soll keiner hier sitzen, Achi. Soll keiner hier sitzen, ohne rauszugehen.
dass dein Herz für diese Botschaft schlägt und dass jeder Atemzug, den er macht für diese Botschaft, dass er für diese Botschaft atmet, Achi. Weil ansonsten, glaube ich, dein Herz ist tot. Wenn ich zu dir solch, wenn ich dir solche Verse bringe, Yal'anahumullah, und du gehst nachher raus und es ändert sich nichts. Puh. So, jetzt gebe ich euch zwei Beispiele von dem größten Schaden in dieser Umma. Was hier für Organisationen sind, die den Islam nach vorne tragen wollen. La hawla wa la quwwata illa billah. Achi, wir haben jetzt zwei Leute gehabt, die zum Islam gekommen sind. Einer in Heidelberg, den wir getroffen haben. Er erzählt uns, er hat sich für Islam interessiert, da hat er die Moscheen angeschrieben, der hat bis heute keine Antwort bekommen. Der hat bis heute keine Antwort bekommen. Wie wir das ins Internet gestellt haben, kommt am selben Tag ein anderer Deutscher aus Hamburg, der sagt zu mir, Primi, genauso. Ich habe Organisationen angeschrieben, die haben mir keine Antwort gegeben. Subhanallah, Bruder, weißt du, was das für eine Khiana ist? Was das für ein Verrat ist? Yal'anahumullah! Achi, du wirst gefragt! Da sagt jemand, ich will Muslim werden! Und du sagst, ist mir egal! Geh! Was sind das für Muslime, Achi? Was sind das für Muslime? Was sind wir für... Was sind wir für Pfeifen, ey? Auf gut Deutsch. Ach, das ist die Tatsache, was wir vor uns sehen. Die zweite Art von Wissen zu, und das habe ich, alhamdulillah, von einem Scheich gehört, der diesen Vortrag gemacht hat. Was kommt nicht von mir selber. Ja, ich bin kein Gelehrter, sondern ich hole die Sachen auf. Die zweite Art, das Wissen zu verbergen, ist was? Das, und das hat er erwähnt, der Scheich, alhamdulillah. Und durch diesen Scheich sind Tausende zum Islam gekommen. Er sagt, dass du 10, 20, 30, das ist Kitman Ulm, 30 Jahre mit jemandem auf der Arbeitsstelle bist und du hast ihm nie gesagt, dass Islam die Wahrheit ist. Du bist in der Schule 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre. Andere, Bruder, die haben eine Freundin, mit der sind die 4 Jahre zusammen, Achi. Die haben dir nichts von Islam erzählt. Wir sagen jetzt nicht, dass er eine Freundin haben darf. Wir gehen nur davon aus, guck mal, dieser Mensch behauptet, er glaubt an Islam, er glaubt daran, ist, geht mit dieser Frau ins Bett, auf gut Deutsch, damit wir es verstehen, ist mit ihr so nah, alles haram, nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, und der schafft es nicht, ihr etwas von Islam zu erzählen. Außer, dass er ihr irgendwann einen Tritt gibt und sie rauswirft und sie sagt danach, boah, die Muslime, das sind so schlechte Leute, die nutzen alle Frauen aus. Bruder, wisst ihr, wie viel solche Fälle wir in Deutschland haben? Tausende! 100%. Glaub mir, und ich weiß genau, wenn ich jetzt sage, wer von den Jugendlichen, die aufgewachsen sind, kennt solche Fälle, da werden hier richtig die Arme hochgehen. Diese Woche treffe ich zwei Jugendliche. Ich habe einen Unfall gebaut mit dem Auto, bin stehen geblieben. Kommen zwei Jugendliche zu mir, die kennen mich von der Seite. Und die kommen mir mit einem Zeitungsartikel. Ein Freund von uns ist gestorben. Jugendlicher. Beim Autounfall. Seine Freunde waren alle Muslime gewesen. Ein Deutscher, nicht Muslim. Wer hat ihm was von Islam erzählt? Und Achi, am jüngsten Tag, Achi, diese Leute, du musst Angst haben, dass sie sagen werden, der hat mir nichts gesagt. Was hat der mir davon erzählt? Was hat er mir von Islam überhaupt rübergebracht? Dann gibt es natürlich, jetzt muss man sich natürlich fragen, welchen Weg findet man jetzt? Es gibt einige Ausreden, zum Beispiel, ja, meine Sprache. Ich kann das mit der Sprache, das sind schlechte Ausrede. Weil du kannst ihm zum Beispiel ein Büchlein geben, du kannst ihm zum Beispiel eine andere Information geben und du musst kein Rhetoriker sein, um jemandem etwas vom Islam zu erzählen. Islam ist eine ganz einfache Botschaft. Kannst du in 5... Wo ist eine Stoppuhr? Egal. Guck mal einer auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mache dir jetzt Islam, bringe ich dir jetzt in 30 Sekunden bei. Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Muhammad SAW. Er kam mit dem Buch, den Koran. An den hast du zu glauben, das ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies. Wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam. Wie lange hat das gedauert?
25 Sekunden. Alhamdulillah. Die nächste Sache, wie man natürlich auch Leute dazu kriegen kann, den Islam anzunehmen, ist nicht nur mit der Verkündung, aber wie man mit Leuten leicht ins Gespräch kommt, ist durch das Aussehen. Weil wenn du auf die Arbeit gehst und hast ein Bart oder ziehst sogar islamische Kleidung an oder die Frau hat ein Hijab, du kommst automatisch mit den Leuten ins Gespräch. Bei mir auf der Arbeit, warum hast du immer so eine Mütze an? Warum der Bart? Warum dies, das? Du kommst automatisch ins Gespräch. Und das ist ein wichtiger Punkt, den viele von uns vernachlässigen. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat nicht umsonst gesagt, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer ein anderes Volk nachmacht, der gehört zu ihnen. Und jetzt bei den Männern auch, gibt es Regeln. Alle vier Madhahib wollen viele Leute nicht gerne hören, aber ich bin heute nicht gekommen, mich beliebt zu machen, sondern ich bin hier hingekommen, um die Wahrheit zu sagen. Alle vier Madhahib sagen, Bart ist Pflicht. Wajib. Beweis, kommt ein Mann zum Propheten, von den Majus, von denen aus Persien, hat einen langen Schnurrbart und hier abrasiert. Dann sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wer hat dir das befohlen? Dann sagt er, mein Herr hat mir das befohlen, er meint Kisra damit, sein König. Da meint der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sinngemäß, was meinen Herrn angeht, so hat er mir befohlen, den Bart lang wachsen zu lassen und den Schnurrbart kurz zu machen. Und es gibt eine Regel in Usul al-Fiqh, gibt es eine Regel, weil es kommen heute einige, die sagen dann zu dir, nein, das war damals nur Ada, Brauch. Es gibt eine Regel in Usul al-Fiqh, Usul al-Fiqh sind die Grundlagen des Fiqh, des Verständnisses, die sagt, ja, wenn eine Sache im Islam vom Propheten Pflicht gemacht worden ist, befohlen wurde, ist sie Pflicht, bis du einen Beweis findest, dass es keine Pflicht ist. Und der Prophet sagt, Ahfu shawarib wa aufu liha. Mach den Schnurrbart kurz und lass den Bart lang wachsen. Und glaub es mir, wenn du mir nicht glaubst, gehe zu den Büchern von Imam Abu Hanifa, von Imam Malik, von Imam Shafi'i, von Imam Ahmed ibn Hanbal und du wirst finden, dass alle vier, nicht die Bücher, die in diesem Jahrhundert geschrieben worden sind, sondern von früher, nicht die Bücher, die nach der Kolonialisierung geschrieben worden sind, sondern die vorher geschrieben worden sind, du wirst finden, dass die das alle sagen. Sagen wir jetzt jemand, der kein Bart trägt, ist kein Muslim? Nein, das sagen wir nicht. Aber wir sagen zur Perfektion des Iman gehört das. Heißt das jetzt, dass jeder, der Bart trägt, besser ist als jemand, der kein Bart trägt? Nein, kann sein, jemand, der trägt Bart, aber es macht trotzdem viele schlechte Sachen. Kann sein, dass jemand keinen Bart trägt, aber es ist besser als jemand, der Bart trägt. Alhamdulillah. Und übrigens behaupte ich auch nicht von mir, dass ich gut bin. Ja, nicht, dass es jemand denkt, weil ich bin nicht der Maßstab, weil ich mache Fehler, sondern der Maßstab ist Qala Allah, Qala Rasulullah. Nicht Qala Abu Hamza, nicht Qala Sa'id, nicht Qala Sheikh Albani, sondern nicht Qala Imam Abu Hanifa, sondern der Maßstab ist bei allem, was hat Allah gesagt, was sagt Allah im Koran, was sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Sunnah. Guck, Allah hört dich, wer die Wahrheit will, wird die kriegen. Nur du musst ein Instrument dazu sein. Wer wirklich die Wahrheit will, der wird hier hinkommen. Der wird in die Moschee kommen. Aber du musst ein Sebeb sein. Deine Pflicht ist es, diese Sache rüberzubringen. Deswegen wisse, wenn jemand bei dir ist und du hast guten Achlag und du hast gutes Benehmen und du weißt allgemein etwas von der Religion, dann werden die Leute das inshallah auch annehmen. Wenn man hier in diesem Land lebt. Erstmal zwei Hadithe und dann ein Vers vom Koran. Inshallah. Der Prophet Sallam sagt, und was heißt das, wenn er etwas sagt? Das ist die Wahrheit. Er sagt, لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لِيُشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Er sagt, entweder ihr gebietet das Gute, oder ihr verbietet das Verwerfliche, oder لَيُشِكَنَّ. Auf jeden Fall wird Allah die Strafe auf euch herabsenden und dann werdet ihr Dua zu ihm machen, ihm bitten und es wird nicht erhört werden. Jetzt schau dir die Situation der Umma an. Wo wird das Gute geboten? Was heißt das Gute gebieten? Zum Islam aufrufen, zum Gebet aufrufen, von Sina weg, dazu aufrufen, dass die Leute heiraten, dazu aufrufen, dass die Leute das Schlechte verbieten, dazu aufrufen, dass die Leute keine Sina machen. Was siehst du heute? Ach, genau das Gegenteil. Eine Frau will heiraten, heißt es, nee, das ist ein Schwarzer, den heiraten wir nicht. Was sind wir für eine Religion, Achi? Was sind wir für eine Religion? Sind wir Religion von Rasse? Du hast Islam nicht verstanden. Oder sind wir Religion, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna akramakum inda Allahi atqakum. Der Beste bei Allah ist der Gottesfürchtige von euch. Bismillahirrahmanirrahim.
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.